Oh mein Gott! Es geht mit der Bratpfanne, Jungs! Uff! Ein Bad Boy! Böser Junge! Ah! Juhu! Weiter geht es mit einer verstörend geil bunten Folge! Dying Light 2! Woo! Oh yeah! Es ist eine Fast-Folge, könnte man schon sagen. Heute, Leute, heute gehen wir noch mal ein bisschen weiter rein und looten. Ah, Jesus. Heute gehen wir ein bisschen weiter rein und looten noch was, damit wir uns ein bisschen besser ausrüsten. Was haben wir denn hier? Das gucken wir uns direkt mal an. Oh mein Gott, da komme ich niemals hin. So. Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr upgraden, Leute. Ah, die arme Ernte ist erledigt. Und meine Bratpfanne ist immer noch Level 1. Keiner will eine scheiß Level 1er Bratpfanne. Also, gucken wir mal. Honig. Meiner Honig. Dann gebe ich mir Lavendel und Honig. Ich habe jetzt auch Lavendel bei mir zu Hause. Voll geil. Liebe Lavendel. Ich war leider noch nie in einem Lavendelfeld. Schade, schade. Aber ich muss 3 Stunden dahin fahren. Da überlegt man sich das zweimal. Aber ich werde eines Tages in den Lavendelfeldern tanzen, Leute. Wenn ihr es mir glaubt oder nicht, es wird geschehen. Handeln. Was hast du denn? Uff. Haben wir nicht schon so eine Axt? Ich meine, ich hätte mir noch mal so eine Axt gekauft. Ja, hier. Die können wir auch mal hart benutzen. Hier haben wir nichts. Hier tummeln sich nämlich manchmal Leute und geben geile Missionen. Deswegen. Okay, machen wir hier mal ein bisschen frei. Ein bisschen schlechzen. Okay. Eine Menge an Zombies. Wie wäre es, wenn wir euch erstmal locken? Oh, fuck. Ja gut, dann. Na komm hoch mit dir, ich will das sehen. Und geht's los? Oder muss ich noch einmal drauf schießen? Feuerpfeile. Hier, Junge. Bam. Oh mein Gott, er ist so hoch geflogen hier. Na, was hast du in den Taschen, kleiner Lurch? Warte. Wow. Aiden, du bist echt ein Künstler, ja? Ein Künstler. Leer, leer. Kriegst du wenig hier. Also Runner lohnt sich da schon. Ne, ganze Ecke mehr. Oh, Junge. Alter, guck mal, er ist bis nach da hinten geflogen. Halt's Maul. Jesus, hau rein. Boah, ich brauch was Stumpfes. Womit man richtig schön die Viecher wegkloppen kann. Nein, 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 nein. Weg mit dir. Bäm, Junge. So geil. Komm, und yeah. Wie die Körper wegfliegen. Ah, Musik in meinen Ohren. Das schaffen wir niemals. Weil hier vorne noch einer hängt. Beine weg, Junge. Stirb. So. Sind wir jetzt cool? Ja? Ich will's hoffen. Komm schon, gib mir was. Nein, böse. Böser Zombie. Wie ich ihm das Bein einfach abgesäbelt habe. Frech. Ja, ja, das ist schon besser. Okay, was haben wir? Schmuck und Handschuhe. Juhu. Boah, wie weit sie fliegen. Ich muss Wucht unbedingt weiter upgraden. Das ist ja episch. Nice, was haben wir hier? Wow, 2 Armreifen. Halt. So. Das war's? Wie können sie das überleben? Gib mal her, Junge. Dein Taschengeld. Das gute Milchgeld. Autsch. Ich gönn mir mal schnell.
Okay, was haben wir hier? Das haben wir erledigt. Da hinten müssen wir noch hin. Machen wir das mal. Würde jetzt eher so eine kleine Loot-Folge, aber das muss auch mal sein. Einfach damit wir schneller leveln können. Hier so eine Side-Quest machen wir auch noch, so eine Begegnung. Weil davon haben wir auch noch nicht alle. Ach komm, das klauen wir jetzt einfach. Yes! Hey, hey, hey! Hey, hey! Hallo? Ich hab bereits geklaut! Okay! Was ging mit dir? Was machst du? Beschwörst du den Teufel oder was? Oh mein Gott! Oh, Bro! Lebst du noch? Warte, wo hab ich ihn hingeschleudert? Da hinten? Er müsste hier irgendwo liegen. Als ob ich ihn aufs Dach gekickt habe. Oh mein Gott. Okay, Leute, Wucht ist der neue Scheiß. Definitiv Wucht. Ja, ja, Alter. Was ist denn falsch mit dir? Welche Drogen hast du genommen? Ich will sie auch. Komm. Yes. Genau so macht man das. Ganz genau so. Mit Wucht alles zermetzeln. Na komm. Und gib mir das auch. Wo sind meine Bros jetzt hingeflogen? Meine Fresse, Aiden, hast du einen harten Tritt? Die armen Feinde. Okay, los, weiter. Wir haben noch einiges zu tun. Habe ich noch irgendwo Heal? Lass mich mal ein bisschen Heal herstellen, damit ich die guten Medikits nicht verbrate. 2, nice. Ich könnte mir Cooleres vorstellen. Aber ich will da hinten diese 3 Dinger noch haben. Die hören sich echt lecker an. Und Loot können wir ja jetzt en masse mitnehmen. Wir wissen ja, dass die Klamotten auch als Loot zählen. Und wir deswegen nur so wenig mitnehmen konnten. Was natürlich der Grund dafür ist, dass wir weniger looten können. Und weniger looten ist immer bescheißen. Geh weg. Hab ich irgendwas? Eine Bratpfanne habe ich. Und bam, sie weg. Er hat so einen harten Tritt, ne? Wie er sie wegfetzt. Immer schön weg mit der Bratpfanne. Ja, ja, genau. Immer schön nach hier kommen, Leute. Nix da. Runner werden... Oh mein Gott. Runner werden hier direkt geköpft. Nix da. Mach die Runner weg. Mit Wucht. Was wirklich schmeckt. Hör auf. Böser Runner. Der fliegende Runner. Nein. Ah, jetzt werde ich hier wieder gemunkelt, gemankelt und gemetzelt. Ganz böse. Jau, Alter. Wie geht das denn bitte? So. Wo sind besagte Runner, hä? Du kannst mal schön draufgehen. Und du, du. Du hast ein Bein verloren, Bro. Alter. Voll mit dem Schädel auf den Asphalt. Haben wir es jetzt? Darf ich looten? Let's go. Let's loot. Ja, wenn das mal kein Zeichen ist. Wenn das mal kein Zeichen ist. Was können wir noch? Lutschen und leveln oder so?
Oh no. Hier! Zu lecker! Sein Kopf ist ab. Ihn. Scheiße, sein lootbarer Körper ist irgendwo. Geh mal weg hier. Okay, ich glaube, den habe ich gut getreten. Aber ich will das hier noch looten. Na komm. Trau dich. Sei nicht nervös. Ich will doch nur deinen leckeren Loot. Na. Ich komme nicht weiter nach oben. Bisschen weiter nach unten. Ja, wer fummelt mir wieder hinten am Killermann rum? Jetzt, geh weg. Und du versuchst gar nicht. So, bitte, ein bisschen Ruhe. Dankeschön. Siehst du, so lange hat das doch jetzt gar nicht gedauert. Ich brauche nur ein bisschen Ruhe und dann tut es das alles schon. Oh mein Gott, drei epische. Drei epische Knaller. Das sieht schon gelootet aus. Nope, nicht gelootet. Lila Sachen für mich. Oh, drei Ein-Mann-Packungen. Die sind lecker. Also die Sachen hier bringt es auch, glaube ich, mehr, ne? Als die normale Konvois. Weil du jetzt hier zum Beispiel zwei Krankenwagen hast und einen Tank. Ein Panzer. Und sonst hast du normalerweise halt ein Polizeifahrzeug und ein riesen Konvoi-Auto. Ich weiß jetzt nicht, wie die Dinger heißen. Diese Breiten, womit die Soldiers immer in Einsatz fahren, weißt du? Kennst du bestimmt von Filmen. Aha, geht doch. Aber hier ist auf jeden Fall mehr drin an Masse. Okay, billiges Oxidationsmittel ist wirklich Schmutz, da hast du recht. Egal, die drei epischen haben wir. Was ist denn hier noch eine... Aha. Okay, das will ich mal rausfinden, was das hier ist. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das für ein Zettel sein soll. Aber ich will diesen Zettel haben. Ich weiß nicht, was er bringt, aber ich will ihn haben. Es ist mein Zettel, ja? Nur meiner. Honig? Yes, Honig. Und Federn. Damit kann ich Feindesköpfe zerschmettern. Alles meins. Und weiter. Oh, Zufallsbegegnung. Die lohnt sich immer. Oh mein Gott. Es geht mit der Bratpfanne, Jungs. Uff. Ein Bad Boy. Böser Junge. Ah. Juhu. Warte mal. Er hing am Schild, ist dann gestorben. Habe ich ihn am Schild einfach aufgeknüpft? Nee, nee, nee. Ich hack dir das Bein ab, Junge. Ich hack es dir ab. Autsch. Okay, dein Freund will unbedingt hacken. Der Hackfleisch hacken jetzt, der Hacker. Ja, jetzt halt's Maul. So. So läuft der Fuchs nämlich. Bam. Nee, du stehst noch. Meine Fresse, der Mann wollte nicht sterben. Aha, wir haben jetzt auch hier mal eine Animation. Das ist sehr cool. Mal was Neues. Was ist mit dir, hä? Soll ich dir vertrauen? Ich vertraue dir mal. Und dir nehme ich das hier ab. Was ist das denn? Komm hier rein? Nee. Eine alte Quarantänezone? Na, Peacekeeper, meine Freunde. Dankeschön. Sehr, sehr freundlich. So, und wir gehen jetzt weiter Richtung Mission.
Na, hopp. Aber du kannst dich hier so leicht ablenken, ne? Mit allem. Wo sind die kleinen Krebskinder? Da! Boah, ich hasse sie. Egal, die ignorieren wir jetzt mal, weil ich will diese Mission wenigstens anfangen. Danach können wir immer noch gucken, was es gibt. Meister! Amir. Probleme? Allerdings, große. Kanntest du Amir? Schmaler, ständig grinsender Teenager. Er ist tot. Das ist zwar heute nichts Ungewöhnliches, leider. Aber ich dachte immer, er wäre unsterblich. Im klassischen Sinne. Und dann? Hilfst du mir? Wobei, bei etwas, was Amir früher gemacht hat? Ja. Er hat den Kadetten ihre Feldberichte fürs Überlebenstraining gegeben. Ach krass, okay. Was ist mit ihm passiert? Was ist denn mit ihm passiert? Zu viel Routine führt zu Unaufmerksamkeit. Solange ich denken kann, ist der weniger Zelle von Dach zu Dach gesprungen. Und dann ein falscher Schritt. Nur einer. Überlebenstraining? Kadetten müssen eine Nacht allein außerhalb der Sicherheitszonen verbringen. Von unseren Patrouillen sammeln wir Daten, um Gefahren zu minimieren. Amir brachte diese Feldberichte zu den Kadetten. Kannst du das für ihn übernehmen? Ich werde mein Bestes geben. Danke, Aiden. Wichtig ist, die Reihenfolge nicht durcheinander zu bringen. Das wäre übel für die Kadetten. Leg sie ihnen unterwegs in die Spinde. Sie holen sie sich dann. Check die Route und die Verteilungsreihenfolge. Und dann beeil dich. Sie müssen möglichst aktuelle Felddaten erhalten. Viel Glück, Aiden. Danke, Bro. Interessant. Die Jungs beschützen. Let's go. Jetzt beschützen wir die Jungs. Achso. Okay. Meine Familienpost endlich angekommen ist. Versuchen wir es, Leute. Wir kennen das Prinzip. Wir wissen, was wir tun müssen. Wir wissen, der Gleiter ist hier alles. Der Gleiter ist hier alles. Hast du keinen Gleiter, hast du gar nichts. Ja, dich nehme ich auch noch mit. Okay, eins und zwei. Und jetzt hoch. Okay. Das ging gut. Hier rein. Okay, Doppelsprung und weiter. Komm schon, schneller. Oh mein Gott, da ist Honig. Ich will den Honig looten. Okay, das haben wir. 50 Sekunden. Ich renne ein bisschen langsamer jetzt. Komm schon. Schneller, schneller, schneller. What? Das war's schon? Ach krass, habe ich jetzt gar nicht so gesehen. Ja, easy, Leute. Gold. Easy Gold geholt. Okay, ich habe die Feldberichte ausgehändigt. Deine lieben Kadetten sollten in Sicherheit sein. Auf dich kann man sich verlassen. Hier, weißt du was? Ich habe hier diese alte Karte der Stadt, die einer meiner Schüler gefunden hat. Vielleicht hilft die dir, dich zurechtzufinden. Ja, geil. Danke. Hammer, lass mal gucken. Kann ich hier vielleicht noch was upgraden? Irgendwie nur meine Taschenlampe. Ich will die scheiß Bratpfanne, Mann. Kann ich dich? Nein. Ich will die scheiß Bratpfanne haben. Was ist hier? Loot? Nö. Arsch. Sammlerstücke. Wo ist die Map? Das sieht mir nicht nach Map aus. Oder ist das jetzt irgendwie auf der Karte verzeichnet? Irgendwas Neues? Nee. Hier vielleicht? Sammlerstücke. Die Türen. Dating. Ach, hier. Was haben wir denn da? Die Karte zeigt einige nützliche Orte, die Neuankömmlingen dabei helfen können, sich zurechtzufinden. Und einige der Geheimnisse der Stadt entdecken. Ah, okay, wir brauchen drei Stück davon. Und dann... Warum ist das hier ausgegraut?
Da müssen wir, glaube ich, später noch hinkommen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich lehne mich mal aus dem Fenster und sag, da kommen wir noch hin. Bin mal gespannt, was passiert, wenn wir das Dreier-Set durchhaben. Und ich hoffe, diese Mission, die ist auch nicht bugfrei jetzt mittlerweile. Kamen ja jetzt auch wieder ein paar Updates. Ich hoffe einfach mal, ich hoffe. So. Haben wir jetzt noch großartig was zu tun? Na gut, eigentlich immer, aber... Sonst noch irgendwas? Sonst würde ich sagen, Leute, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ja. Ich stimme hier neben Ihnen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like da. Und wir sehen uns. Bis dahin. Haut rein. Macht's gut. Good night and good luck. They're coming for you.